Wir bleiben in den 80ern und irgendwie auch bei Geheimnissen. Denn wer weiß schon, was er so alles an Schätzen aus den 80ern auf dem Dachboden oder im Keller hat. So manche Elektrogeräte, Spielzeuge, Sneaker und Co. von damals sind heute richtig viel wert. Was sich wohl lohnt zu verkaufen, kriegen unsere Reporter jetzt raus. Michelle und Alex haben jede Menge Kellerfundstücke zusammengetragen. Technik, Klamotten, Musikklassiker und vieles mehr. Daraus wählen sie jetzt aus, was sie zu Geld machen wollen. Das ist krass. Das hier, liebe Leute, ist Castle Grayskull. Und in dieser Burg wohnt ein absoluter Star der 80er Jahre namens He-Man. Es gibt so Typen wie mich vielleicht, die in meinem Alter sind, denen auch das Herz aufgeht, wenn sie das nur sehen. Die gibt's. Manche der Originalfiguren werden im Tausenderbereich gehandelt. Auch diese Sneaker aus den 80ern könnten Seltenheitswert haben. Die werden garantiert so nicht mehr hergestellt. Genauso wie dieser Ghetto Blaster. Zu diesem lieblichen Klang, Michelle, bitte dein Urteil. Wollen wir versuchen, dieses Gerät zu Geld zu machen? Wir tun es. Und das hier könnte ein echtes Highlight sein. Alex hat den Schlüssel zum Keller einer Bekannten bekommen. Alles, was hier drin ist, dürfen sie theoretisch zu Geld machen. Auch diese riesige Sammlung Überraschungsei-Figuren. Das hier könnte ein kleines Vermögen sein. Die Auswahl von Michelle und Alex, die He-Man-Figuren, ein etwa 40 Jahre alter Ghetto-Blaster, die Ü-Ei-Sammlung und die Vintage-Sneaker. Das alles wollen sie jetzt gewinnbringend verkaufen. Los geht's mit den He-Man-Figuren oder Masters of the Universe, wie die Spielzeugserie heißt. Die Figuren gehören zu den größten Verkaufshits der 80er Jahre. Michelle und Alex haben eine Burg, zahlreiche teils unvollständige Figuren sowie jede Menge Einzelteile. Als erstes sehen sie bei eBay nach, was eine vergleichbare Sammlung in der Vergangenheit eingebracht hat. Unglaubliche 627 Euro. Das ist noch relativ aktuell auch, ne? Haben die beiden da wirklich einen Schatz entdeckt? Unsere Reporter recherchieren und entdecken einen Händler. Bei größeren Sammlungen bietet der auch Hausbesuche an. Zwei Tage später. Händler Christian Arz ist da, um den Kellerschatz zu begutachten. Der schaut ja fast aus wie der He-Man hier. Ja, das war er. Bevor sich Christian die Sammlung ansieht, zeigt er, nach was er immer Ausschau hält. Besonders wertvolle Exemplare der He-Man-Reihe. Wie viel habe ich jetzt hier in meiner Hand? Ja, ich sag mal so irgendwas zwischen 4.500 und 6.000. Okay, krass. Also wenn ihr einen von den beiden Schergen hier in eurem Fundus habt, dann habt ihr den Joker. Solche noch eingeschweißten Modelle aus den USA sind bei ihrer Sammlung nicht dabei. Wie viel ist der Händler bereit hinzublättern? Ja, es sind ein paar Kleinteile dabei, die interessant sind. Hier macht eher so die Masse vielleicht den Betrag. Und die Immobilie. Leider ohne Tor. Hier wäre mein absolutes Limit 100 Euro. Moment mal. Wir haben ein vergleichbares Set, da stand auch oft drin, ist beschädigt, ist nicht vollständig, für 627 Euro. Also nicht nur angeboten, sondern verkauft. Gut, das ist ganz einfach erklärt. Bei eBay ist nicht alles das wahr, was man sieht. Ne? Oft werden Sachen auch selber ersteigert von einem Zweitprofil, um dann halt quasi die Auktion auslaufen zu lassen. Auch die Preise sind oft nicht die echten Marktpreise. Weil diese Sammlung teilweise beschädigt ist, ist sie für den Händler nicht unbedingt so interessant. Können wir nicht noch ein bisschen was machen? Ein bisschen. Also. Ja, hier 120 wäre ich noch bereit. Michelle und Alex haben gelernt, bei He-Man-Figuren sind Zustand und Vollständigkeit von Bedeutung. Angeboten im Netz sollte man nicht blind vertrauen. Am wertvollsten sind Spielsachen mit Originalverpackung. Die ersten 120 Euro haben sie aber somit in der Tasche. Weiter geht's mit diesem Kellerfund, die Sneaker. Das Modell eines Basketball-Superstars aus den 80ern könnte für Sammler und Liebhaber interessant sein, da es nicht mehr hergestellt wird. Wie gehabt, unsere Reporter checken bei eBay, zu welchem Preis das Modell bereits gehandelt wurde. Zwar finden sie nicht den identischen Schuh, aber zumindest einen sehr ähnlichen aus dem gleichen Jahr.
für insgesamt $100 oder 91,98 €. Ist mal eine Ansage. Mit der Hausnummer und den Sneakern im Gepäck geht es zu einem Händler in München. Hey, mal der etwas andere Schuhladen. Hoppla. Hi. Abenteuerleben, wir haben telefoniert. Genau, servus. Ich bin es, schön, dass ihr da seid. Philipp Mönius ist eine Größe in der Szene für angesagte Vintage-Turnschuhe. Sein Laden ist eine der Top-Adressen Deutschlands dafür. Das Konzept? Der Handel mit besonders wertvollen Turnschuhen, neue und gebrauchte. Teils zu gigantischen Preisen. Du hast einen Schuhwert von circa knapp 3 Millionen Euro. Hier sind Michelle und Alex richtig. Zum Geschäft. Kann der Händler identifizieren, wie viel genau der Schuh wert ist? Und will er ihn kaufen? Er ist auf jeden Fall gut abgenutzt. Müsste 85 auf jeden Fall der Schuh gewesen sein. Es ist auch ein kleines Schätzchen, jetzt nichts Übertriebenes. Hast du eine Box noch oder nicht? Leider, also das, was du siehst, ist das, was wir haben. Ja, ne? Aber die Schnürsenkel sind dabei. Die Schnürsenkel sind dabei, das ist schon mal ein großer Vorteil. Der Schuh an sich würde jetzt im neuen Zustand mit Box circa zwischen 1.100 bis 1.400 Euro gehandelt werden. Der ist schon used und hat halt auch wirklich viele Cuts, aber klar, aufgrund des Alters, das ist ein Schuh, den würde ich jetzt so um die 150 Euro wert einschätzen. Ich gebe euch einfach 200 Euro Cash. Alle Achtung! Und der Sneakerhändler schlägt ein Spiel vor. Gewinnen die Reporter, legt er sogar noch 50 Euro drauf. Verlieren sie, zieht er aber 50 Euro von seinem Angebot ab. Ich schnipp jetzt einfach in die Luft und du sagst, was du möchtest. Und was willst du? Sag, schnell, schnell. Zahl. Sie sagt Zahl. Und es ist, hey, es ist Zahl, schau. Okay. Was kriegen wir jetzt? Jetzt kriegt ihr sozusagen 50 Euro mehr. Ja, jetzt kriegt ihr anstatt 200, 250 Euro, kriegt ihr von mir jetzt in die Hand gedrückt, sogar in Cash. Ich heul gleich. Das hat sich mal gelohnt. Das Gesamtbudget steigt auf 370 Euro. Das nächste 80er Kellerfundstück, ein Ghetto Blaster. Manche der damals stark angesagten tragbaren Musikplayer gelten heute als Antiquitäten. Und werden teilweise für hunderte Euro gehandelt. Dieser Aufkleber könnte sowas sein wie Hieroglyphen für so einen Archäologen. Wir haben ihn vielleicht noch, den Tutanchamun der HiFi-Industrie. Gibt's auch historische rentable Online-Auktionen? Und ich habe mir nicht nur einen verkaufen, sondern gleich zwei. Für den gleichen Preis? Den gleichen Preis. Von? 45,90 Euro. Also so knapp unter einem Fuffi. Um ein hoffentlich besseres Angebot einzuholen, fahren Sie zu einem stadtbekannten Händler. Der könnte das Gerät vielleicht als Deko-Objekt interessant finden. Na, dann mal rein mit uns. Hallo. Jemand da? Sammlerkönig Robert Budka setzt in seinem Laden auf Hingucker aus vergangenen Zeiten. Darunter auch Kellerschätze aus den 80er Jahren. Solche Geschäfte, die Raritäten an- und verkaufen, gibt es in ganz Deutschland. Was sagt der Experte zum Kellerfund? Direkt aus den 80er Jahren. Ja, das sieht man, eine alte Ghetto-Blaster aus den 80ern. Den habe ich seit den 80ern quasi für dich aufgehoben. Und du, wir haben den getestet, da kommt sogar richtig gute Musik raus. Schön, aber kann der Händler damit was anfangen? Kassetten hat halt keiner mehr. Was halt witzig ist, ist jetzt zum Beispiel, dass dieses hier von Philips das Band da ist. Das war die Männerhandtasche der 80er. Du kannst es mit Strom betreiben, auch natürlich mit Batterie. Das kostet ungefähr ein Vermögen. Da sind ungefähr 2, 4, 6, 8 Batterien drin, die großen. Ja, kannst du mal einen Nachmittag hören für einen 20er. Es ist halt ein reines Dekostück. Genau das ist ja die Idee der beiden. Volltreffer? Das ist halt witzig, die Farbe ist mal anders. Das ist zwar ein Dekostück, aber Dekostück, ich weiß, das ist halt zu schwach für ein richtig tolles Dekostück. Ich glaube, das ist unverkäuflich fast. Herber Rückschlag. Ist das knapp 40 Jahre alte Gerät also doch nichts wert? Eine Chance gibt es noch, die Online-Versteigerung. Michelle und Alex setzen das Inserat. Anstatt selbst einen Preis zu veranschlagen, entscheiden sie sich für einen Preisvorschlag, der mittlerweile per KI errechnet wird. 46,34 Euro. Nach knapp einer Woche ist ein Kaufangebot da. 40 Euro. 40 glatt. Also das ist das,
was wir jetzt übers Internet klar machen können. Finde ich eigentlich für uns auch voll okay, im Vergleich zu dem, dass wir sonst gar nichts kriegen würden. Ja, an dieser Stelle nochmal ein Gruß an Robert, unseren Sammlerkönig. Da kannst du mal sehen. Nicht aufgeben lohnt sich manchmal. Und 40 sind uns sicher. Außerdem wissen Sie jetzt, bei HiFi-Geräten gilt, je ausgefallener das Design, desto höher die Chance, es als Deko-Teil zu verkaufen. Am besten sind Michelle und Alex hier mit der Lösung Online-Auktion gefahren. Dafür braucht es aber unter Umständen etwas Geduld. Insgesamt konnten sie mit ihren Kellerschätzen bisher 410 Euro einnehmen. Bleibt noch der besonders vielversprechende Kellerfund, Ü-Ei-Figuren. Die erlebten in den 80ern einen irren Boom. In jedem siebten Ei steckt ein kleiner Schlumpf. Ey. In jedem siebten Ei steckt ein kleiner Schlumpf. Mami, Mami, bringst du uns was mit? Bitte, Mami. Heute können einzelne Figuren der damaligen Zeit Beträge im fünfstelligen Bereich einbringen. Michelle und Alex haben im Kellergewölbe einer Bekannten eine riesige Sammlung entdeckt. Dieser Fund könnte es also in sich haben. Zunächst reinigen Sie die völlig verstaubten Figuren mit Wasser und breiten Sie nach Figurenserien sortiert aus. Oh, guck mal, so wie der möchte ich am Ende dieses Experiments auch aussehen. Ein glücklicher Millionär. Unsere Reporter checken wieder bei eBay, wie viel vergleichbare Sammlungen eingebracht haben. Na schau, entweder Kilopreis oder sie sagen wirklich sortiert. Die Bandbreite ist riesig. Also es gibt hier gebrauchte Konvolute, die haben für 1 Euro den Besitzer gewechselt. Dann haben wir hier eine aber wirklich riesige Sammlung, 7,5 Kilo. Die lag bei 89,99. Aber es gibt auch andere, die unterteilen es nach Jahrzehnte, 80er, 90er, 2000er. Und über das Netz zu verkaufen könnte den Nachteil haben, dass sie eine besonders kostbare Figur übersehen. Michelle und Alex suchen nach einem Händler, der sich detailliert auskennt. Und entdecken einen im Kabel-1-Archiv. Der jahrzehntealte Bericht zeigt einen Herrn, der tüchtig mit wertvollen Überraschungseierfiguren handelt. Also mein Angebot wäre 150, alles zusammen 800. Volltreffer. Und Andreas Regitz ist noch im Geschäft. Sie verabreden sich zu einem Videocall. Vorab haben Michelle und Alex ihm Fotos geschickt. Dann gucken wir doch mal, wie er so drauf ist. Oh Gott, ich bin gespannt. Hallo! Guten Tag, Herr Bruch. Hallo! Hi. Bingo! Regitz gehört nach wie vor zu Deutschlands Top-Ü-Eier-Spezialisten. Ich mache das Ü-Ei-Geschäft jetzt 30 Jahre und wenn ich eine Figur sehe, kann ich die in Sekunden einschätzen. Was ist denn das wertvollste Objekt, das jemals in einem Ü-Ei drinne war? Und wie viel ist das wert? Also, der Schlumpf mit der langen gelben Flöte steht ungefähr bei 6.000 bis 8.000 Euro. Dann der Träumer von den Schlümpfen, auch in dunkelblau, sehr, sehr selten. Der steht irgendwo bei 15.000 Euro. 15.000. Du kaufst ein Ei für 1 Euro, wartest 40 Jahre und machst dann aus dem Inhalt des Eis 15.000. Zum Geschäftlichen. Feedback vom Händler. Die beiden extrem wertvollen Figuren sind bei dem Kellerfund nicht dabei. Aber Andreas Regitz hat etwas entdeckt. Alles, was Einzelteile hat, die sind gut. Können wir es nochmal zusammenfassen? Was wollen Sie und wie viel gibt's? Die alten Figuren, die mit den Einzelteilen, und für die, das sind ungefähr 15 Figuren, für die zahle ich 150 Euro. 150. Ich gebe Ihnen mal 5 in die Webcam. Ergebnis: Diese Handvoll Figuren inklusive Einzelteile konnten sie verkaufen. Immerhin. Insgesamt haben Michelle und Alex mit ihren Kellerfundstücken 560 Euro eingenommen. Bei He-Man-Figuren gilt, utopischen Preisvorschlägen im Netz sollte man nicht blind vertrauen. Hier hat es sich gelohnt, einen Händler kommen zu lassen. Alte HiFi-Geräte sind meist nur interessant, wenn sie als Dekoartikel taugen. Der Verkauf im Netz kann sich aber mit etwas Glück lohnen. Überraschungseifiguren sind dann wertvoll, wenn die kleinen Zusatzteile vorhanden sind. Logisch, die gehen am ehesten verloren. Und wer jahrzehntealte Sneaker hat, sollte nachforschen, ob sie heute eine Rarität sind. Im Zweifelsfall lohnt sich auch hier der Gang zum Händler.